Hi, mein Name ist Rafael und wir sind an unserem Stand in the Mobile World Congress in Barcelona. Ich bin ein Security Researcher und auch der Chefredakteur von unserem Willy Security Portal. Hier haben wir gezeigt, wie die Malware auf Android-Geräte gestiegen ist. Eine der großen Bedrohungen, die wir gesehen haben, ist dieses Trojan SMS. Der Trojan SMS, er abonniert für den User auf einen Premium Service. Das heißt, der Benutzer bekommt jeden Tag zum Beispiel eine SMS mit Informationen über das Wetter oder Sportergebnisse. Aber dafür wird er zahlen. Für jede SMS wird er immer zahlen. Aber der User wollte das nicht. Und das hat der Malware gemacht. Und deswegen, das ist sehr schlimm für den Benutzer. Auf die andere Seite haben wir andere Bedrohungen. Zum Beispiel SimBlocker. Das ist der erste Erpressungssoftware für Android-Geräte, die wir gesehen haben. Das wurde von ESET letztes Jahr entdeckt. Die beiden Bedrohungen sind nur Beispiele, wie wichtig einen Schutz für dein Handy ist. Und deshalb sind wir heute an dem Mobile World Congress, zu zeigen, was wir at ESET vorstellen können.